Erik Stein und Martin Fuchs machen jetzt auf Fußstreife Bekanntschaft mit einer jungen Frau, die offenbar auf der Flucht vor einem Mann ist. Hallo? Hallo? Der belästigt mich. Stopp. Können Sie mal sagen, was bei Ihnen falsch läuft? Von wegen. Ich belästige Sie. Sie hat mich beklaut. Total komisch. Der macht die ganze Zeit ein Video von mir. Darf ich mal sehen, bitte? Ja. Ja, wie man sieht, von hinten. Wie kommen Sie darauf, dass die junge Dame Sie beklaut hat? Sie hat mich nach dem Weg gefragt, an meinem Auto. Und ja. Ich habe ihr den Weg genau erklärt. War ein bisschen schwieriger Weg. Mhm. Und sie geht weg. Und dann merke ich, dass mein Portemonnaie weg war. Und ich drehe mich zu ihr um, will sie anhalten. Und sie rennt direkt vor mir weg. Wo hatten Sie denn Ihre Geldbörse? Die war auf dem Beifahrersitz im Auto. Und die Dame stand vor Ihnen? Und die Dame stand vor mir. Und sie fragte mich nach einem Weg. Habe ihr den erklärt. Und ich drehe mich um, dann ist das Portemonnaie weg. Und waren Sie denn auf der Beifahrerseite? Auf der Beifahrerseite hatte ich das liegen. Aber standen Sie an der Beifahrerseite? Nein, auf der Fahrerseite. Hatte die junge Dame denn die Möglichkeit, da irgendwie direkt drauf zuzugreifen? Gar nicht. So normalerweise konnte ich das nicht erkennen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall komisch, dass das Portemonnaie plötzlich weg war. Und ich vermute, sie hat das. Also, Sie hätten die junge Dame ohne weiteres. Ich bin gerade entschuldigt. Entschuldigung. Bitte, ja? Sie hätten sie ohne weiteres festhalten können. Also, sie jetzt zu filmen, ist sie ist direkt daneben. Weggelaufen. Ja, aber sie ist jetzt auch nicht so schnell gewesen, als dass sie die schnell gerade am Fass. Für mich schon. Aber hinterhergelaufen, was haben Sie dann gedacht? Was dann passiert? Ja, ich wollte auf jeden Fall ein Beweisfoto haben, wie sie aussieht, dass ich wenigstens was beweisen konnte. Von hinten? Sie war direkt weg. Ich konnte sie nicht mehr aufhalten. Das haben Sie jetzt die ganze Zeit aufgenommen? Das habe ich aufgenommen, damit ich wenigstens einen Beweis habe, wer sie ist. Dass also, wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin seine Frau. Er wollte mich gerade hinten abholen und ja, kam genau. Nicht. Was ist denn hier überhaupt los? Also, okay. Ne, also das sieht jetzt nicht danach aus, dass Sie jetzt die ganze Zeit nur auf Ihr Gesicht geachtet hätten, ne? Ja, okay, ich bin nicht der Beste, was das Handy betrifft. Ich habe einfach nur bin hinterher hergelaufen, weil ich ja kaum nachkam. Hat das natürlich ein bisschen gewackelt und so weiter. Und ich habe einfach nur Fotos gemacht. Aufgenommen. Ach ja, dann war das Zufall. Wenn er WhatsApp schreibt, dann kommt da alle möglichen Blödsinn. Also der vertippt sich schon bei den einfachsten Silben. Also da dürfen Sie nichts reden. Dann hätte ich aber trotzdem gerne mal erst Ihren Ausweis. Sie sind die Ehefrau. Geben Sie mir gerne auch mal direkt. Dann haben wir einen Abwasch und von Ihnen bitte. Ja? Ob es hier tatsächlich um eine sexuelle Belästigung geht, ist unklar. Fest steht, das Portemonnaie des Mannes ist weg und damit eine Menge Bargeld. Ich hatte gerade am Bankautomat gewesen, hatte 200 Euro gezogen. Ja. Also müssen die 200 Euro sein. Und Sie haben die junge Dame hier im Verdacht, dass sie das Ich habe die im Verdacht, sehr stark im Verdacht. Also, das habe ich nicht. Also durchsuchen, komm doch mal ein bisschen zur Seite. Du musst nicht immer so dabei stehen. Ne? Nee, zur Seite meine ich die junge Dame, nicht okay. Sie. Sie können gerne da vorne stehen bleiben. Körperlich durchsuchen darf ich Sie jetzt natürlich nicht. Da müsste ich jetzt eine Kollegin dazu ziehen. Das nimmt aber jetzt alles sehr viel Zeit in Anspruch. Wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne einen Blick in Ihre Handtasche werfen. Ja. Wenn Sie es freiwillig machen, ist das in Ordnung. Okay. Ja? So, das ist Ihr Handy, denke ich mal. Was ist hier drin? Ein Buch. Bitte? Ein Buch. Ein Buch. Mhm. Leseratte, was? So. Wie soll das Portemonnaie denn ausgesehen haben? Das ist ein schwarzes Portemonnaie. Irgendein bekannter Name drauf oder? Nein. Nee, aber du hast doch auf den einen Schein hast du doch eine Telefonnummer drauf geschrieben. Ach stimmt, da war noch ein 5-Euro-Schein, bevor ich zum Bankomat bin. Und da hatte ich mir eine Telefonnummer notiert. Von einem Arzt, wo wir vorbeigekommen sind. Genau. Sie schreiben sie auf einen Geldschein? Ja, das hatte ich auf diesen. Ich hatte sonst nichts anderes dabei. Kein Zettel, nichts. Also sollten wir diesen 5-Euro-Schein bei der Dame finden, dann hätten wir natürlich einen stichhaltigen Beweis. Das wäre sehr hilfreich, ja. Andernfalls 5 Euro. Handy ist nicht drin. Wieso haben Sie zwei Handys? Das gehört eins gehört meiner Mutter. Der Mutter? Ja. Welches gehört der Mutter in der Tasche? Oder in der Tasche, das gehört meiner Mutter. Guck mal, da wollen wir nachschauen. Das hört sich doch an wie unser Auto. Das ist doch unser Auto. Denken Sie bitte daran, dass ich Ihr Handy noch habe, ja? Ja. Über die Fotos werden wir gleich noch reden. Machen Sie den Krach mal aus, bitte. Danke. Das ist Ihr Wagen? Das ist unser Wagen, ja. Darf ich aufmachen? Natürlich. So. Das Portemonnaie ist weg, sehen Sie, wie Sie da gerade sehen. Gell? Es ist nichts mehr da. Das hat auf dem Beifahrersitz gelegen. Jetzt ist es weg. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, rüber, kommen Sie mal rüber. Also wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen und die Scheibe offen lassen, spricht das immer schon mal. Okay, tut mir leid, das habe ich vergessen. Ne? Ja. Das die Gelegenheit macht Liebe. Ja. Schauen Sie mal im Fußraum. Ach, da liegt's ja.
Das ist mein Portemonnaie. Wie kommt das denn wirklich her? Ich kann Ihnen schwören, das hat auf dem Beifahrersitz gelegen. Hundertprozentig. Und Sie sehen, da ist nichts mehr drin. Gar nichts mehr drin. Alles weg. Kein Geld mehr drin. Aber das hat auf dem Beifahrersitz gelegen und nicht im Fußraum. Was ist da los? Wir reden gleich nochmal. Was ist denn los heute? Hallo! Lassen Sie die Frau los! Lassen Sie die Frau los! Was ist denn los hier? Die hat mir mein Geld geklaut. Nein, der will mir eine Wäsche. Und mein Geld ist weg, mein ganz Handy. Ganz ruhig. Ich will mein Geld wieder haben. Was ist das? Was hat sie Ihnen gestohlen angeblich? Mein Portemonnaie ist weg und mein Handy. Und da vorne die hat mich angequatscht. Welche? Die kleine da vorne. Was heißt angequatscht? Die hat am Weg gefragt und sie stand hinter mir und Sie haben doch auch gerade gesagt, Sie wurden da am Weg gefragt, oder nicht? Genau das gleiche wie bei mir. Sie haben mich auch am Weg gefragt. Hätten Sie mal einen Ausweis für mich, bitte? Ja, einen Ausweis hätte ich auch gerne. Habe ich nicht mit. Habe ich nicht. War im Portemonnaie. Nein. Okay. Wie ist denn Ihr Name? Wofür auch? Weil Sie jetzt hier in einer polizeilichen Maßnahme sind und Sie dazu verpflichtet sind, gemäß § 111 Ordnungswidrigkeitengesetz der Polizei wahrheitsgemäße Angaben über Ihre Person zu geben. Dazu gehört Name, Vorname, Familienstand und die vollständige Aber Adresse. Aber ich habe ja gar nichts gemacht. Haben Sie verstanden, was der Kollege gerade gesagt hat? Wir können das auch anders machen. Dann holen wir ein zweites Einsatzmittel, dann kommen Sie mit zur Wache, dann wird da alles festgestellt. Nein, ich gehe bestimmt nicht mit zur Wache. So, ich sage das jetzt auch noch mal das letzte Mal. Sie geben den Kollegen jetzt bitte Ihre Personalien. Wenn Sie es nicht machen, kommen Sie mit zur Wache. Und das werden wir dann auch gegebenenfalls unter Anwendung von unmittelbarem Zwang durchführen. Also. Gute Dame, ich habe Ihnen ja jetzt nichts Böses getan. Wir sind jetzt hier zur Hilfe gekommen, weil Sie hier nach Hilfe gerufen haben. Ich benehme mich Ihnen gegenüber die ganze Zeit respektvoll. Das erwarte ich jetzt auch von Ihnen. Damit wir da schon mal auf einer Wellenlänge sind. Aber dann direkt mit zur Wache zu gehen. Ja, dann geben Sie mir den Personalausweis, dann ist das Thema doch mal durch. Stein, ich möchte jetzt auch wissen, mit wem ich hier das Vergnügen habe. Bei einem Blick auf den Personalausweis wird Erik Stein und Martin Fuchs schnell klar, warum die Verdächtige ihre Identität nicht preisgeben wollte. Sind Sie miteinander verwandt? Sind Sie miteinander verwandt? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist meine Mutter. Das gibt's doch nicht. Was? Das ist Ihre Mutter? Ja. Das kann nicht sein. Ja, und? Was ist denn das für eine linke Nummer? Ja, das ist. Ja. Können Sie mal noch mal. Darf ich keine Tochter haben? So, jetzt reicht. Kommen Sie mal gerade zu mir. Kommen Sie mal zu mir. Kommen Sie mal zu mir. So, Frau Rade. Ja, ich weiß nicht, ob bei Ihnen der Name Programm ist. Wenn Sie weiter so läppsch sind, dann kommen Sie tatsächlich mit zur Wache. Ich möchte jetzt gerne mal einen Blick in Ihre Tasche werfen. Wir haben jetzt gerade den Verdacht des Diebstahls im Raum stehen. Da ist jetzt für mich ein bisschen Gefahr im Verzug. Wenn ich sie so laufen lasse, werden sie natürlich weg vom Hof. Deswegen möchte ich einmal bitte da reinschauen. Toll, jetzt habe ich Ihnen aber schon den Ausweis gegeben und jetzt auch noch meine Tasche. Ja, und das ist keine besonders große Tat, die Sie da verbracht haben. Darf ich jetzt da reinschauen? Ansonsten machen wir das tatsächlich auf der Wache. Sind Sie denn schon mal polizeilich in Erscheinung getreten? Nein. So, dann ist das noch ein weiterer Grund. Dann können Sie nämlich direkt edikt behandelt werden. Also? Ich frage die Frau aber auch. Ja, mach mal. Ehrlich. So, einmal bitte einen Blick reinwerfen dürfen. Dankeschön. Herr Winter? Ja. Das ist Ihr Personalausweis? Ja. Ist das Ihr Portemonnaie? Nein. Wie sah Ihr Portemonnaie denn aus? Ja, so ein schwarzes, kleines. Schwarzes. Wie viel Geld hatten Sie ungefähr darin? 150 Euro. Ja, aber jetzt reicht's doch auch, oder? Hören Sie mal, ich habe noch mal gesagt, seien Sie nicht so läppsch. Wenn ich anfange, läppsch zu werden, dann haben Sie gar keinen Spaß auf dem Hof. Haben Sie mich verstanden? Herr Winter, darf ich Ihnen Ihren Ausweis schon mal zurückgeben? Ja, danke schön. Frau Rado, Sie dürfen auch mal ein Stückchen an. Okay, jetzt habe ich bei Ihnen in der Handtasche auch noch ein Handy gesehen. Sie sagten mir jetzt gerade, Ihr Handy ist, also die beiden Handys, die Sie haben, eins davon wäre von Ihrer Mutter. Also werden Sie wahrscheinlich auch noch. Bitte? Okay, siehst du. So, hier, Sie kommen jetzt noch mal zu mir, bitte. Komm hier rüber. So. Sie sagten, weißt du beide? Ja. Sie sagten mir jetzt gerade, das Handy ist von Ihrer Mutter. Ja. Also wir können das auch anders machen. Wir können Sie mit zur Wache nehmen. Sie fahren getrennt voneinander, weil ich habe gerade schon gesehen, dass Sie sich abgesprochen haben. Wie alt sind Sie? 17. So, 17. Das bedeutet nicht volljährig, aber schon strafmündig. Mhm. Polizeilich schon mal in Erscheinung getreten? Nein, das wäre das erste Mal. Das heißt, das kann tatsächlich sein, dass es vom Richter eine richtige Klatsche gibt. Und dann ist erstmal Feierabend mit Disco gehen. Ja? Also,
Ja, das also, ist nicht erzähl. Mein, das ist auch nicht das Handy meiner Mutter. Sondern Sie bleiben jetzt leise. Was ist denn das für eine Art, dass die Mutter ja, zum Diebstahl anstellt? Ja, wir haben kein Geld. Ja, meine und Mutter jetzt? Hat ihr Job verloren. Mein Handy. Das ja. ist Ihr Handy? Ja. Meine Mutter hat mich gut. Ja, auf jeden Fall. Auch die Schlüssel gehören mir nicht. Bitte? Auch die Schlüssel gehören mir Wo nicht. Wo gehören die Schlüssel hin? Ich glaube auch dem Mann, dem Herrn Winter. Also, ich fasse jetzt mal kurz bitte, ja? Ich fasse jetzt mal zusammen. Das ist also tatsächlich so. Deine Mutter hat dich dazu angestiftet, dass du mit ihr zusammen durch Städtchen gehst. Ja. Du sollst die Leute ansprechen, nach irgendwas fragen, von mir aus nach dem Weg. Und in der Zeit. Ich möchte gerne zu meiner Tochter. Das können Sie gleich machen, der Kollege. Sie sind ja direkt dabei. Und in der Zeit habt ihr dann eben halt die Leute bestohlen. Dass die eigene Mutter ihre Tochter zu derart schamlosen Straftaten anstiftet, macht die Beamten sprachlos. Plötzlich regt sich bei der Frau doch noch das schlechte Gewissen. Ich bin schuld daran. Ich bin auf die Idee gekommen. Ich habe sie für so Sachen gebrauchen können. Das war jetzt auch das erste Mal. Geklaut habe ich ja nicht. Ich habe die ja nur angesprochen. Sie wird älter. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihr die ganzen Sachen noch finanzieren soll. Ich bin am Ende. Mutter und Tochter müssen sich wegen gewerbsmäßigen Diebstahls vor Gericht verantworten.